Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christian Schleicher. Ich bin Abteilungsleiter im Bereich der politischen Bildung bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und begrüße Sie heute sehr herzlich zur Buchvorstellung Wir sind ein Volk oder Die Deutschen und die deutsche Einheit, das demnächst im Herder Verlag erscheinen wird. Herausgeberin ist Freya Klier. Jetzt fragen Sie sich, warum wir ausgerechnet dieses Buch vorstellen. Zum einen liegt es am Thema, weil der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ein zentrales Thema der Bildungsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung ist. Und zum anderen liegt es an der Herausgeberin Freya Klier, die seit Beginn der 90er Jahre vielfältig für die Konrad-Adenauer-Stiftung unterwegs ist. Sind es Lesungen, sind es Zeitzeugengespräche, Filme oder auch Jugendpolitiktage, die sie an Schulen anbietet? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Freya Klier, die Herausgeberin dieses Buches. Mit mir haben darin geschrieben 20 Autorinnen und Autoren. Sie haben ihre ganz persönlichen Geschichten aus dem Jahr 1990, dem davor und dem danach beschrieben und wie sie das Ganze, die deutsche Einheit, heute sehen. Sie werden jetzt alle sehen im Bild und einige lesen sogar. Als ich die Bilder vom Fall der Mauer sah, war ich 15 Jahre alt. Plötzlich öffnete sich mir eine, im wahrsten Sinne des Wortes, fremde Welt. Ich bin im sogenannten Fulda-Gap groß geworden. Das ist die Stelle an der innerdeutschen Grenze, an der die Streitkräfte des Warschauer Paktes ihren Angriff auf das freie Westeuropa begonnen hätten. Deutschland wäre zum zentralen Schlachtfeld geworden. Amerikanische Soldaten im Herbstmanöver, Dörfer, die sich selbst zur atomwaffenfreien Zone erklärten, Gullideckel, unter denen sich Sprengschächte verbargen, um Straßen und Brücken zu zerstören, regelmäßig übende Tiefflieger, Sirenen um 12 Uhr mittags jeden Samstag und Munitionsdepots in den Wäldern waren Alltag in meiner Kindheit. Das andere Deutschland kannte ich nur aus den Schulbüchern und dem Fernsehen. Es war bestenfalls ein Ort, der merkwürdig anmutete, kein Ort, zu dem es mich hinzog. Und erst der Fall der Mauer änderte das schlagartig. Nach wie vor empfinde ich es als ein Geschenk, dass ich diese Zeit, die zu den hellen Punkten in der deutschen Geschichte gehört, miterleben durfte. Oft wünsche ich mir, dass wir uns dieses Ereignis wieder stärker bewusst machen, denn daraus kann man so viel positive Kraft schöpfen. Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich mir aus der Zeit der deutschen Einheit Zuversicht bewahrt habe. Gemeinsam kann man so viel erreichen. Das hat diese Zeit uns gelehrt. Auch wenn diese Lehre etwas verloren gegangen ist, für mich habe ich sie bewahrt. Ich will stets zuversichtlich und fröhlich bleiben. Ich freue mich auf das Morgen. Es kann gut werden. Wir müssen keine Angst haben. Wir werden um unsere Einheit ringen und streiten. Vielleicht ist sie sogar schwerer zu bewahren als zu erreichen. Ich bin neugierig, wie uns das ab morgen gelingt. War das aufregendste Jahr meines Journalistenlebens. Am 1. Januar übernahm ich die Leitung des Berliner Spiegelbüros. Ich fuhr oft durch Ostdeutschland, sah die verfallenden Fabriken, roch die verpestete Luft, erschrak über die giftigen Abwässer. Der Augenschein wirkte ernüchternd auf einen, der an die auch im Westen verbreitete SED-Propaganda geglaubt hatte, die DDR gehöre zu den 10 führenden Industrienationen der Welt. Selbst Modrow gestand im März 1990 ein, dass 27% der DDR-Betriebe konkursreif seien. Dass die Treuhand bis zum Ende ihrer Tätigkeit im Dezember 1994 rund 30% der ihr unterstellten Betriebe stillgelegt hat, lag also im Rahmen des Erwartbaren. Seit 2016 werden die Akten der Treuhand, die eigentlich der gesetzlichen Sperrfrist von 30 Jahren unterliegen, sukzessive ins Bundesarchiv überführt. Ich habe als erster wesentliche Teile davon für mein im vergangenen Jahr erschienenes Buch »Der Treuhandkomplex« ausgewertet. Vor allem sichtete ich Vorgänge, die in der Vergangenheit skandalisiert worden sind. Und siehe da, fast nichts ist so, wie es schien. Die Akten belegen,
Viele Stilllegungen verliefen anders, als bisher kolportiert wurde. Die Treuhand hat weniger Arbeitslose zu verantworten, als stets behauptet wird. Und an der Transformation waren mehr Ostdeutsche beteiligt, als man gemeinhin annimmt. Dass bei der Lösung der beispiellosen Aufgabe der Treuhand auch Fehlentscheidungen getroffen wurden und dass es auch Glücksrittertum und Korruption gab, bestreitet niemand. Aber Fehler und Kriminalität waren kein Massenphänomen, wie es in den Medien oft dargestellt wurde. Nicht die Treuhand war schuld am Untergang vieler DDR-Betriebe, sie machte nur das von der sozialistischen Planwirtschaft angerichtete Desaster sichtbar. Am Zonenrand. Auf einmal war es still, nicht einmal ein Atemzug war zu hören. Im Seminarraum herrschte eine Art Schockstarre. Manche Seminarbesucher blickten fragend umher, weil sie nicht glauben konnten, was sie gerade gehört hatten. Hätte Monika Geffroy ihren Sohn besser erzogen, dann hätten wir ihn nicht an der Grenze erschießen müssen. Man sollte sie vor Gericht stellen und nicht die Grenzsoldaten. Das waren die Worte, die der Stille vorangegangen waren, der Beitrag eines Mannes, der in dem Rechtskurs war, den ich im Winter 1992 in Ost-Berlin gab. Der Mann, der Monika Geffroy vor Gericht sehen wollte, war selbst Grenzsoldat gewesen und in der Nähe von Magdeburg stationiert. 4 Tage saß er in der letzten Reihe des Seminarraums, teilnahmslos, still und unauffällig. Nur einmal mischte er sich ein mit diesem ein Statement, das auf mich wie ein Bekenntnis zu einem Land wirkte, das er an der Mauer glaubte schützen zu müssen, einem Land, das es seit 2 Jahren nicht mehr gab. Der Stille folgte ein Sturm der Entrüstung. Wir waren montags auf der Straße. Hättest du auch auf uns geschossen? Das schrie ein anderer Mann, der als erster seine Gefühle in Worte fassen konnte und zum Glück am anderen Ende des Raumes saß. Der Grenzsoldat schien von den Reaktionen wenig überrascht zu sein, aber antworten tat er trotzdem nicht. Er hatte alles gesagt. Ich habe mich 1990 sehr dafür interessiert, was nun weiter politisch passiert. Zum einen war dies, weil ich jetzt ein paar Menschen von dort persönlich kannte. Leider wurde schnell deutlich, dass das neue Forum an den Rand gedrängt, die DDR-Bürger mit Westparteienpropaganda zugekleistert wurden. Kohl versprach, den Lebensstandard im Osten innerhalb von 5 Jahren auf Westniveau zu heben. Nach einem Ausflug mit Westberliner Freunden im Juni 1990 ins Kloster Korin über die schlecht gepflasterten Straßen, über die man nur mit 25 Stundenkilometer holpern konnte, wurde mir klar, so rapide kann das unmöglich gehen. Wir kamen auf diesem Ausflug an Eberswalde vorbei. Der Stadt, wo später am 6. Dezember 1990 der Angolaner Amadeo Antonio Chiova beim Verlassen einer Kneipe von 50 Neonazis attackiert und zu Tode getreten wurde. Das war der Auftakt einer Welle von rechtsextremer Hasskriminalität in beiden Teilen Deutschlands. Rassistische Gewalt, die sich bis heute immer noch in Feigenmorden und Mobmentalität gegen Geflüchtete entlädt. Ich sprach damals darüber mit meinem Vater in Wuppertal. Er meinte bedrückt, jetzt schwappt die ganze braune Soße wieder hoch. Als im August 1961 die Berliner Mauer gebaut wurde, ging ich zur Schule. Ich gehörte zu der Nachkriegsgeneration, die das eigene Land nie anders kennengelernt hatte, als in 2 deutsche Staaten geteilt, getrennt durch Mauer und Stacheldraht, den eisernen Vorhang an der Front des Kalten Krieges. Wenn das wiedervereinigte Deutschland am 3. Oktober 2020 seinen 30. Geburtstag feiert,
ist längst die erste Generation erwachsen geworden, häufig schon mit eigenen Kindern, die nie in anderen Verhältnissen gelebt hat als in einem freien, geeinten, demokratischen Land, inmitten einer Europäischen Union, der scheinbar selbstverständlich West-, Mittel- und osteuropäische Staaten angehören und der wir scheinbar ebenso selbstverständlich die längste Friedensperiode in der Geschichte unseres Kontinents verdanken. In der Geschichte des Deutschlandlieds, das Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 als Lied der Deutschen auf Helgoland schrieb, das damals übrigens zum britischen Königreich gehörte, spiegeln sich die Turbulenzen der deutschen Geschichte. Mutmaßlich war der Fall der Mauer in Berlin am 9. November 1989 eine der wenigen Gelegenheiten, zu denen das Lied der Deutschen spontan und ohne jede instrumentale Begleitung angestimmt wurde. Auferstanden aus Ruinen. Einigkeit und Recht und Freiheit.